Hallo Leute, heute haben wir das zweite Interview mit den europäischen Spitzenkandidaten und heute mit den europäischen Grünen. Skarkeller finde ich erstmal einen coolen Namen. Wie und warum bist du Spitzenkandidatin geworden? Wie kann man das europäisieren, dieses Thema Klimaschutz, Energiewandel etc.? Die allgemeine Konjunktur ankurbeln, wie soll das Ihrer Meinung nach funktionieren am besten? Was sollte deiner Meinung wirklich anders sein, damit es einen Ruck geht? Alle wollen da was verändern, keiner findet es toll, dass viele Menschen im Mittelmeer ertrinken. Auch der Papst hat um Vergebung gebeten. Was würden die Grünen machen, was würdest du machen, um das zu ändern? Soll man Edward Snowden innerhalb Europa Asyl gewähren? Aber sag mal ganz konkret, wie das funktionieren würde, das würde mich echt sehr interessieren. Ist die EU ein nennenswerter Akteur? Kann ich sagen, dass in dem Augenblick, wo man gegen das TTIP ist, ist es sinnvoll, die Grünen zu wählen? In 30 Jahren, das weiß ich überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht mehr, um 30 Jahren überhaupt noch einen Film machen. Ich will da an Themen ran, ich will da politische Mehrheiten verändern. Aber deswegen muss man doch nicht immer das proeuropäische Fähnchen schwenken. Es geht darum, dass man Sachen verändern.